Ja, hallo, ich grüße euch, alle Freunde der gepflegten Modellbahnbastelei. Ich habe mal wieder eine neue Lok besorgt. Diesmal, ja, was ganz anderes, ein Modell der ÖBB. Da wurde ich ein bisschen angeregt von einem Video vom Daniel. Der hatte da schön ÖBB-Zug laufen lassen. Und da dachte ich mir, Mensch, das wäre da auch mal was, bräuchtest du auch mal für dich, für die Anlage. Ja, und da habe ich halt mal so ein bisschen geschaut, habe ich mir dieses Modell geholt. Das ist eine 1044 von Roco. Ein schönes Modell. Da soll jetzt ein Decoder rein. Ich hatte jetzt die letzten Tage schon passenden Zug fertig gemacht. Das heißt, da hatte ich mir fünf von diesen Wagen besorgt. Die habe ich jetzt gestern alle beleuchtet. Nach dem Schema, wie ich das bei den anderen Personenwagen auch mache. Nur diese fünf Wagen sind fertig. Und jetzt brauche ich dazu halt nur noch die Lok, damit der Wagen, brauche ich nur noch die Lok dafür, damit der Zug dann auf die Anlage kommt. Sprich, da muss jetzt ein Decoder rein. Und dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Das Modell selber sieht ziemlich gut aus, ziemlich neuwertig, ist sauber, da ist nichts versifft, verdreckt bis jetzt zumindest. Sieht das alles ordentlich aus. Ja, wenn wir das Ganze mal angucken, aufmachen, wird wahrscheinlich gehen, den Gehäusekasten aufspreizen. Jupp. Und da fällt schon das Teil unten raus. Innen drin, ja, Standard, sage ich mal, die Lichtleiter wie gehabt. Da muss man gucken, das ist halt bei den Ösis, ist das ein bisschen anders als bei der DB. Na, die haben halt gesonderte, ich sag mal, Laternen. Die größeren, die man hier sieht, sind die weißen und dann jeweils die kleineren, die dabei sind, sind halt das rote Rückfahrlicht oder das rote Rücklicht. Ne? Und das auf beiden Seiten. Ich denke mal, das wird dann halt ganz spannend und interessant, das so auch zum Schalten hinzukriegen. Ja, das Modell selber innen drin ist halt Roco. Ja, ich sag mal Asphalt, Asbach uralt Standard, ne? Die einfache Platine, nichts mit Schnittstelle, alte Glühlampen da drin. Naja, wie man das eben kennt von so einem älteren Modell, da fliegt halt alles raus, was nicht gebraucht wird. Und da muss ich gucken, wie und wo ich da den Decoder platzieren werde. Das werde ich mir dann in aller Ruhe angucken. Und dann kriege ich das auch irgendwie gebacken, hoffe ich zumindest, ne? Damit der erste, ja, ich sag mal, Ösi-Zug bei mir auf der Anlage laufen kann. So, die Grillstation, sprich Lötstation, fährt gerade hoch. Und dann geht es erstmal daran, den ganzen Klumpautschel hier rauszumachen. Und dann mal zu schauen, was da für eine Schnittstelle reinpasst. Das ist in der Regel wieder abhängig. Da muss ich gucken, was ich da für einen Decoder einbaue, was wieder so ein bisschen abhängig davon ist, wie ich diese Lichtinstallation da drin mache. Dementsprechend muss ich halt gucken, wie viel Platz ich nachher habe. Ob da eine MDC21-Schnittstelle vielleicht irgendwie reinpasst, eine 8-Pol-Schnittstelle oder vielleicht gar keine Schnittstelle, dass das ganze Ding direkt verlötet wird. Das muss ich mir angucken. Das wird auf jeden Fall ganz interessant. Mal gucken, was mir da so Schönes einfällt. Damit eben auch die Lichtfunktionen wieder gescheit zum Schalten gehen. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall fliegt das erstmal raus, jetzt hier das Zeugs. Und dann schauen wir mal weiter, ne? So, der Griller ist fertig. Schwämmchen muss ich noch nass machen. Jetzt kriege ich wieder geschimpft, ne? Dass meine Lötspitze wieder aussieht wie Sau. Naja. Das Ding ein bisschen einweichen hier. So, Schwämmchen ein bisschen nass gemacht. Zack, zack. So, das ist ein bisschen nass. Ah, kann ich meine Lötspitze ein bisschen putzen, ne? Gut. So, sieht die wieder ganz gut aus. Ja, schon ein bisschen trocken putzen. Fertig ist die Soße. Ey. So, dann wollen wir mal ans Zerlegen gehen. Sprich, ja, erstmal die Stromabnahmen abmachen.
Okay. So, das ist ab, Schräubchen runter, um die Platine rauszunehmen. Also da ist auch ein, ja, ich sag mal, etwas neuerer Motor drin. Ich sag mal, die ganz alten Versionen sind halt die mit dem komplett dicken, fetten, runden Motor. Ne? Das hat die hier nicht. Die hat schon so einen abgeflachten Motor, also ist das Modell nicht Asbach uralt, es ist halt nur uralt. Ne? Gut, also hier die Platine, denke mal, die werde ich weiterverwenden. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, wieder diesen ganzen Kram raus, diese Entstördrosseln und Drosseln und Schnickschnack und Dioden hier für die Laternen, sprich Lampen, das fliegt alles raus. Die Laternen, sprich Glühbirnen, fliegen auch raus. Das werde ich nicht weiter verwenden und diesen ganzen anderen Klumpatsch mache ich auch weg. Das brauche ich nicht. So, da ist nochmal so ein Entstördeibel drin hier. Der kommt weg. Ich weiß, viele Leute schimpfen da immer, sagen, nee, nee, das Entstörgezeug da, das muss da dran sein. Zwecks Funkentstörung wegen Radio, was weiß ich was ein Zeug. Aber, weiß ich nicht. Bei mir hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, dass es hier in der Nachbarschaft irgendwie funkt und rauscht. Und deshalb, ich schmeiß das alles raus. Und in der, ich sag mal, Bedienungsanleitung von ESO, da steht da drin, dass man den ganzen Schiss rausmachen soll. Naja. Wie gesagt, nachteilig hat sich das bis jetzt noch nicht irgendwie ausgewirkt, deshalb kommt das immer alles weg, das Zeug hier. Alles, was man nicht braucht, muss raus. Diese Laschen werde ich auch alle entfernen, weil da kommt nichts mehr dran, wofür die gut sind. Sprich, ja, zweimal in den Nährgebogen bricht das Zeug eh ab. Ich habe jetzt hier schon mal wieder die Motor, ich habe hier schon wieder die Stromabnahmen angelötet. Die Lok fährt also in die Richtung, also ist das hier rechts. Dann ist das hier logischerweise die linke Seite. Die Bahn, also das ist die linke Seite, das ist ja verbunden hier mit der Leiterbahn, die hier lang läuft. Die habe ich hier auf zwei Stellen von den üblichen Leiterbahnen abgetrennt. Muss ich mal gucken, ob ich mir das noch irgendwie zunutze mache. Weiß ich noch nicht so genau, auf jeden Fall ist das erstmal aufgetrennt, damit das hier da sauber vorbeiläuft und der Strom nicht woanders hinfließen kann. Die rechte Seite habe ich jetzt hier angelötet an diesen Kontakt, das war vorher ein Motoranschluss. Weil der Standardkontakt hätte hier wiederum eine Verbindung über die Schraube mit zum Rahmen gehabt. Das möchte ich nicht haben. Daher ist jetzt die rechte Stromabnahme, liegt jetzt hier auf dieser Leiterbahn, die läuft dahin. Hier seht ihr, habe ich ein rotes Kabel eingelötet. Ja, da habe ich nochmal diese Bleche von den Lampen abgetrennt mit so einem kleinen, mit einer kleinen Proxon, mit dem Flex. Dabei habe ich außersehen hier die Leiterbahn durchtrennt. Deshalb musste ich da jetzt zur Brücke, zur Überbrückung nochmal ein Kabel einlöten. Na, das ist jetzt hier das rote für die rechte Stromabnahme und da kommt halt von hinten rechts lötet, ist jetzt hier aufgelötet. Und dann läuft der Strom im Prinzip hier einmal vorbei und da werde ich dann entsprechend den Decoder anlöten, rechts und links für die Stromabnahme. Na, hier diese Bleche, wie gesagt, die habe ich nochmal herausgeflext, damit ich hier eine schöne, flache, ebene Stelle habe, weil ich hier den Decoder aufbringen möchte. Damit der schön flach aufliegt. So. Rein soll da jetzt der V4er Lokpilot. Ja, der hat jetzt hier zwar die 8-polige Schnittstelle, aber ich denke, die werde ich abmachen und werde den direkt verlöten. Das heißt, den lege ich dann hier so mittig rein. Das ist auch im Deckel der Platz, wo hier die Lichtleiter ankommen. Das heißt, also werde ich alles wieder rausfräsen, die Lichtleiter werde ich kürzen und werde direkt vor die Lichtleiter SMD-LEDs davor kleben. Und diese ganze Lichtkonstruktion, die ich hier mache, kommt dann an den Stecker dran, sodass ich das Gehäuse abnehmen kann. Buchse werde ich entweder da oder da dran machen und dann kann ich, wie gesagt, den Deckel halt mit einer Steckverbindung vom Lokrahmen abnehmen. Das ist erstmal die Idee. Ja, und das will ich jetzt mal weiter verfolgen, sage ich mal. Na, wie gesagt, Decoder liegt auf jeden Fall hier in der Mitte.
Dann werde ich den jetzt erstmal da aufbringen, denke ich mal. Und dann gucke ich mal, wie ich das weitermache. Oder ich baue erstmal das Licht eventuell ein. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, dass ich mir die Lichtkonstruktion erstmal vornehme. Sprich, da muss ich die Lichtleiter muss ich abschneiden, den Kran da muss ich hier rausfräsen da oben, damit der Decoder da Platz findet. Ja, ich glaube, das mache ich zuerst. So, gucke ich mir das nochmal genau an. Der Lichtleiter läuft von da nach da. So, ich habe jetzt hier erstmal die Lichtleiter eingekürzt. Auf beiden Seiten habe ich das gemacht. Da werde ich, wie gesagt, die SMD-LEDs vorkleben. Jetzt werde ich hier diesen ganzen Kram rausfräsen, weil das ist der Platz für meinen Decoder, ne? Ja, den Lockkasten habe ich jetzt entsprechend ausgefräst, wie man das hier erkennen kann. Ne? Das ist der Bereich, wo der Decoder nachher liegen wird. Ich gehe mal davon aus, dass das reicht, was ich am Material weggenommen habe. So, und jetzt werde ich mich als nächstes hier mit der Beleuchtung beschäftigen, dass ich da die LEDs vorklebe. Ups, ein bisschen Schleifstaub im Gehäuse. So. Kommt der Lichtzauber. So, ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Kabelbaum zusammengebastelt mit den verschiedenen Lampen dran. Einmal weiß vorne. Ja, ich sag mal rot vorne fürs Rückfahren. Dann im Prinzip weiß hinten, rot hinten und dann einmal der blaue Plus für alle. Ja, das werde ich also erstmal testen, ob die alle noch leuchten und dann werde ich das Ding da reinkleben. Gucken, ob das noch alles funktioniert. So, schauen wir mal, was ist lila? Ist jetzt, müsste jetzt sein. So, also der geht schon mal. Das ist schon mal rot für die Vorderseite. Dann nehme ich den weißen dazu. Das ist jetzt im Prinzip das weiße Fahrlicht. Scheiße. Geht das nicht? So, das ist weiß vorne. Funktioniert auch. So, das ist rot die Rückseite. Funktioniert auch. Meiner gelb. So, gelb leuchtet auch. Das heißt, alle vier Laternen funktionieren. Ah, dann kann ich diesen Kabelbaum jetzt da rein basteln. Ne? Super. So, ich habe jetzt hier die Lampen alle aufgeklebt an die auf die Lichtleiter. Ne? Entsprechend rot-weiß, rot-weiß, andere Seite. An die Kabel habe ich dann hier diesen sechspoligen Stecker angelötet. Da ist schon hier die Schnittstelle, die werde ich gleich auf der Platine befestigen. Die Kabel von der Vorderseite laufen hier durch einen Schrumpfschlauch. Den habe ich hier nochmal in die Seite eingeklebt, damit die hier sauber nach hinten laufen. Und wir gehen dann hier entsprechend an die LEDs. Ja, das Blaue läuft durch von LED zu LED. Grün ist dann hier hinten für die rote. Und dann Gelb für hinten weiß. Wie gesagt, dann geht das halt hier zu dem Stecker. Ich werde hier gleich noch ein bisschen schwarze Farbe aufbringen an den Lichtleitern, damit das nicht so rausstrahlt. So, gucken wir mal, dass das funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier die Schnittstelle hier aufgeklebt mit doppelter den Klebeband und habe da jetzt schon mal die entsprechende Leitung hier an die Widerstände angelötet für die einzelnen Lichtfunktionen. Hier außen kommt jetzt noch das blaue Kabel, das von oben runter läuft. Und hier an die Gegenstücke muss ich dann halt die Decoder-Kabel anlöten. Na, da kommen die Decoder-Kabel, kommen dann auf die andere Seite hier dran. So, ich habe jetzt hier die LEDs nochmal mit schwarzer Farbe ummalt. Beiden Seiten in der Hoffnung, dass da halt das Licht entsprechend nicht so nach außen und in den Innenraum hier einstrahlt. Ja, und bei dem
Rahmen habe ich jetzt hier eine Leitung angelötet, direkt vom Decoder die Gabel. Die blaue Leitung läuft direkt auf den Stecker auf, an dem Pin. Ja, und die Motorkabel habe ich hier oben angelötet. Da muss ich jetzt mal testen, ob die Lok wiederum in die richtige Richtung fährt. Und Stromabnahme ist einmal hier linke Seite und hier ist einmal Stromabnahme rechte Seite vom Decoder. Ja, die beiden AUX 3 und 4 habe ich abgeschnitten, habe ich ein bisschen hier oben festgeklebt. Vielleicht kann ich die mal für irgendwas verwenden, weiß ich noch nicht. Ne? Auf jeden Fall mache ich jetzt, wie gesagt, erstmal einen Fahrtest, ob der Apparat in die richtige Richtung fährt. Ansonsten muss ich die beiden Kabel nochmal schnell tauschen. Gut. So, die Testlok habe ich getestet, den Stecker habe ich jetzt raufgesteckt, das ist ein bisschen tricky, hätte ich das Kabel vielleicht ein bisschen länger machen sollen, aber was soll's, jetzt ist es halt so, wie es ist. So, jetzt stecke ich den ganzen Klumpatsch hier zusammen, hoffe, das passt, dass das einrastet, das Vieh. Ja, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Das Gerät ist auf jeden Fall jetzt zu. Die Fahrtrichtung war übrigens in Ordnung, da musste ich nichts dran ändern. So, jetzt mache ich es nochmal aufs Gleis. Jetzt mache ich es nochmal aufs Programmiergleis, weil ich hatte bis jetzt die Lichtfunktion noch nicht testen können, weil dazu musste ich den Deckel erstmal da drauf machen. Hier steht die Lok jetzt auf dem Prüfstand. Ich mache mal kurz den Lichttest. So, das wäre einmal Licht vorne. Ich finde, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Dazu hinten mit F1 das gute 3 Lichtspitzensignal. Fahrtrichtung Wechsel haben wir da weiß. Und jetzt auf der Seite eben das rote Signal. Ne? Ich denke mal, das sieht ganz ordentlich aus. Das passt. Ja, Fahrtest. Fahren tut es auch. Sie fährt auch in die richtige Richtung. Das habe ich ja eben schon mal geprüft. Ja, heißt, Modell ist soweit fertig. Das passt alles. Dann kommt das Gerät jetzt erstmal auf die Anlage. Na, nehme ich noch mit, wie gesagt, hier den passenden 5-Wagen-Zug dafür. Ja, und dann kurzer Ausblick. Ich habe dann heute bekommen dieses Set Tricks International. Das sind Wagen für die Königlich Bayerische Staatsbahn. Da hatte ich ja mal ein paar Loks für gekauft. Jetzt habe ich da ein paar Waggons dazu. Dann habe ich heute noch bekommen die Sirocco 290. Die war schon digital mit dem Lokpilot 4 versehen. Das Einzige, was ich da gemacht habe, es waren vorne und hinten noch eine LED eingebaut. Das war kein Hexenwerk, deshalb habe ich da auch kein Video zu gemacht. Ja, weiterhin hatte ich mir dann hier noch so einen 8-teiligen Zug von Rocco gekauft. Diese älteren D-Zugwagen. Die muss ich halt demnächst auch mal beleuchten. Und dann habe ich da noch einen schönen Zug. Ja, und ansonsten haben wir hier noch den Tricks International, den VT858, den muss ich noch fertig machen und natürlich dann hier die EP5, ne? Da muss ich mich dann auch noch mal dran machen. Ja, ich hätte da noch mal eine Frage, ich habe da noch mal eine Frage an euch, da ich ja schon mal so ein paar Loks digitalisiert habe in letzter Zeit, sammeln sich bei mir hier diese ganzen Verpackungen an, ne, von den Decoder und die Leerverpackungen. Ich habe das teilweise schon mal im Internet gesehen, dass Leute sowas verkaufen. Ja, keine Ahnung, wer sowas kauft. Aber falls irgendjemand Interesse von euch an diesen Leerverpackungen hat, da habe ich, weiß ich gar nicht, 100 Stück von oder so. Ja, Lokpilot 5, 4, Loksound 5, Lokpilot 5 Mikro, halt alles, was das Herz begehrt. Schreibt mir nur kurz in Also wer Interesse hat, schreibt mir das in die Kommentare oder schickt mir eine Mail. Also ich will dafür nichts haben. Gut, Portoerstattung wäre nicht verkehrt. Ne? Dann packe ich euch das Zeug da ein, wie viele haben wollt, und würde euch das zuschicken. Also wer da Spaß dran hat. So, ich habe jetzt die 1044 mit dem ÖBB-Zug hier mal aufgegleist. Licht ist da schon an, wie man sieht. Ja, schicke ich den guten mal auf eine kleine Runde über die Anlage. Inspektor Pippa ist auch schon da, will sich das Ganze natürlich ein bisschen angucken, ist klar. So, da setze ich der Zug in Bewegung.
Hi Petra, na du? Ja, mal, da mir Mine ist inzwischen auch eingetroffen, muss ich den neuen Zug angucken. Also ich muss sagen, der Zug in Orange gefällt mir super gut. Ich denke mal, da wird noch was dazukommen. Das bleibt nicht der einzige. Die Mine versteckt sich wieder da unten. Kleine Teufel. Da ist er. Da will Ding. Hörst du auf, da rumzufressen? Alter. Hermine. 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 Hermine, komm mal her! Ja, wo ist meine Hermine? Hallo, komm her! Ich hat's gönnen, ja, süß, ist gut. Ja, das ist gut. Hm? Ja, Eisenbahninspektor, ne? Guck wieder, ob sie irgendwo eine Spinne fangen kann oder was auch immer. Ja, das ist hier eine neue Höhle da unten, ne? Weg ist sie. Anfressen, ne? Jo, das war dann die kleine Testrunde mit dem ÖBB-Zug und der 1044. Also ich finde den Zug super, wie schon gesagt. Ne, die orange Farbe gefällt mir sehr gut. Ja, da geht natürlich auch ein dicker, fetter Dank an den Daniel raus, weil der hat mich durch eins seiner letzten Videos zu diesem Zug inspiriert. Da hat er auch so einen ÖBB-Zug fahren lassen und den fand ich total klasse. Und da bin ich auf die Idee gekommen, da musste ich auch mal einen besorgen. Also Daniel, herzlichen Dank, ne, für die kleine Inspiration zu diesem schönen Zug. Ja, ansonsten danke ich allen anderen natürlich auch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wünsche euch alles Gute, bis demnächst. Macht's gut und tschüss.